Nordisch. Maritim. Klein. Schräg. Ein bisschen nostalgisch und sich seines multinationalen Erbes bewusst. All das ist Estland. Jede Reise nach Estland beginnt in Tallinn, der ehemaligen Hansestadt Reval. Dänen, Schweden, Deutsche, Russen. Viele haben hier schon das Zepter geschwungen. Einmal auch die Esten selber, aber nur für 20 Jahre. Heute stellt sich die Frage, wie viel Estland steckt in Tallinn? Deutscher und russischer Einfluss sind nicht zu übersehen. Aber die Besinnung auf die alten Zeiten ist sowieso das große Pfund der Altstadt. Am Rathausplatz in der Unterstadt, wo die Männer der Hanse und der Gilden früher dicke Geschäfte machten, weht immer ein Lüftchen Mittelalter-Nostalgie. Überhaupt ist das Zauberwort Mittelalter ein Lockstoff, der nie schlecht wird. Hello! Step inside the best shop in town! Voila! Don't be shy, my lady. Come closer and have a taste. Unter uns. Der Mandelhandel dient vor allem dazu, die Gäste ins dahinterliegende Restaurant zu locken. Das Olde Hansa rühmt sich damit, dass jeder Besuch zu einer Zeitreise ins Mittelalter wird. Mit sehr viel Liebe zum Detail. So, so, meine liebe Gäste, ich hoffe, dass ihr hungrig seid. Hier haben wir den Magen voll von Elffilet mit Pilzensauce und Trüffelöl. Für die liebe Dame hier haben wir das Entenbein. Dasselbe Dinkelsafranbrei, geräuchertes gebackenes Sauerkraut und Safransauce. Und hier haben wir die Wildfilets des Bürgermeisters mit wunderbaren Pilzensauce und ein bisschen Rotweinsauce darüber. Und für die liebe Dame hier einen Berg voll Roggen mit geschmorten Lachs. Jetzt ist die Zeit bereit, dass wir die Magen jetzt fröhlich machen, ja? Mahlzeit allen! Der wackere Geselle heißt Ivar Pussmann und könnte längst in einem Büro arbeiten, aber er wollte unbedingt ins Olde Hansa. Wenn du Interesse hast, hier zu arbeiten, musst du hier kommen und es aufzeigen. Dann werden die alle anderen Menschen, die hier arbeiten, du wirst einen Probetag haben. Und die werden nachschauen jetzt. Du hast eine Chance, hier einen Tag zu arbeiten und alle Blicke werden auf dir sein, sind auf dir. Und dann am Ende des Tages entscheiden die Mitarbeiter von diesem Haus, eine große Familie, ob du passt in unsere Familie hinein. Eva hat gepasst. Und nach vierwöchiger Probezeit seine erste Gesellenprüfung abgelegt. Wie damals, zu Zeiten der Gilde. Eine sehr große Prüfung. Alle Fremdsprachen, alle Gerichte musst du wissen. Alle Legenden. Wir haben sehr viele Legenden. Es ist ein altes Haus, sehr viele Bräuche. Und deshalb haben wir auch sehr viele Geschichten. Jeder Schnaps hat seine eigene Geschichte. Jedes Bier hat sein eigenes. Jedes Gericht hat seine eigene Geschichte. Und die musst du alle wissen, mindestens in drei Fremdsprachen. Wenn du diese Prüfung jetzt packst, bist du ein offizieller Bediener von diesem Haus. Und dann hast du jetzt ein ganzes Jahr Zeit, als ein Geselle zu sein. Und dann ein Jahr später, nach deinem ersten Tag, wirst du als Meister gekrönt, ja? Du wirst deinen eigenen Ring bekommen von unserer Gilde, von Olde Hansa. Das Wappen? Ein Kochtopf mit Herz. Den Ring hat er sich kurz ausgeliehen, denn seine Meisterprüfung steht noch aus. Er ist zuversichtlich. Mir gefällt es hier. Ich nehme es nicht so wie einen Job. Ich nehme es so eine Rolle, die ich habe. Jeder Mensch doch hat seine eigene Rolle.
Und unsere Rolle hier ist, Eindrücke zu schenken für alle Gäste, die nach Tallinn kommen. Unter uns Reisegesellen, das machen sie wirklich meisterhaft. Olde Hansa, eins mit Sternchen. Wir laufen ein Stück auf der alten Stadtmauer entlang und dann über Kopfsteinpflaster durch Tallinns romantische Gassen bis zur Olaikirche. Jetzt tief Luft holen, Anlauf nehmen und 234 Stufen weiter oben haben Sie einen herrlichen Blick auf den Domberg und die Unterstadt. Von hier aus sieht man auch, wo tagsüber die ganzen Touristen herkommen. Sie purzeln in der Hauptsaison aus den Kreuzfahrtschiffen und haben nur ein paar Stunden Zeit, um die Altstadt zu erkunden. Deshalb führt Ihr Weg als erstes in die Apotheke. Apotheke? Thekendienst hat heute Katrin Warixo und sie ist die wohl entspannteste Apothekerin Europas. Die Touristen kommen nämlich wie Ebbe und Flut. Manchmal sind es 500 am Tag. Sie kommen und gehen die ganze Zeit. Kommen Sie, ruhig. Kommen Sie rein, kein Problem. You can come in, you look around, yeah, of course you can. Yeah, you're welcome. Oh, no problem at all. Yeah, it's be all right, you can walk. Kaufen die denn auch was? Blasters, painkillers, two things. Pflaster und Schmerztabletten. Kommt auf den Tag an. Freitags und samstags mehr, montags noch mehr. Unter der Woche geht's. Manche kaufen einfach irgendwas, weil das doch die älteste Apotheke Europas ist. Ob sie es brauchen oder nicht. Die Ratsapotheke ist mit schlappen 600 Jahren die älteste durchgängig betriebene Apotheke in Europa. Und deshalb ist jetzt noch eine weitere Funktion dazugekommen. Wir sind Apotheke und Museum. Hinter mir zwar mehr Apotheke, aber die Einrichtung ist auch 100 Jahre alt, wie im Museum. Unsere Produkte sind jünger. Ich werde Ihnen keine 100 Jahre alten Medikamente verkaufen. Das Museum ist gleich nebenan, einmal durch die Apotheke. Da zeigt uns Katrin die wirklich alten Medikamente. Seht mal hier, diese mumifizierte Hand. Eine Menschenhand. Die haben sie ausgekratzt und als Laxativum verabreicht. Also wenn man nicht auf Toilette kann, hiernach kannst du rennen. Running toilets. Seriously, poor thing. Der kleine Kerl hier tut mir so leid. Sie haben Igel geräuchert und dann den Rauch inhaliert für die Atemwege. And we breathe it inside. I think it's something to do with breathing things. So, I think so for that. Dann gibt es noch Hundehäufchen und getrocknete Unke. Die haben bei Pest super geholfen, heißt es.
Glücklicherweise wurden die eher fragwürdigen Heilmittel bald durch harten Stoff ersetzt. Wir fragen uns, ob es denn irgendetwas aus der damaligen Ratsapotheke heute noch gibt. Ja, da habe ich was für euch. Es gab einen Wein, der hieß Claret. Eine halbe Flasche habe ich noch. So, we've been drinking already. So, this one. Claret gibt es seit 1467. Das ist eine gute Geschichte. Da hatten wir Rotwein in Deutschland bestellt, aber der hat überhaupt nicht geschmeckt. Der war wirklich nicht gut. Aber er war teuer, also was tun? Wir haben ein bisschen hiervon und ein bisschen davon reingemischt, dann Zucker, ein paar Tage stehen lassen, dann haben wir probiert. Nicht übel. Ouch, not bad. Try, we can sell it. So, after that. Mal schauen, ob wir den verkauft kriegen. Seitdem gibt es das Rezept. Heute schmeckt er ein bisschen anders als vor 600 Jahren. Willst du mal kosten? Machen wir es wie die Ratsherren von Reval und genehmigen wir uns einen. Das heißt Prost. Einen Rat hat die Ratsapothekerin noch. Don't drink too much. Nicht zu viel, sonst gibt's Kopfweh. Aber dann kommst du einfach wieder zu mir in die Apotheke. Gleich hinter der Stadtmauer der Altstadt beginnt das angesagte Viertel Kalamaya. Und sofort wird es uns ganz estnisch. Hier haben früher Hafenarbeiter, Fischer und Fischhändler gewohnt. Der Vorort hieß Fischermai. Die Holzhäuser sind Arbeiterwohnungen von 1900 und denkmalgeschützt. An einem ruhigen Sonntagmorgen gehen wir im Fischerviertel auf Kalorienfang. Im Café Gustav gibt es eine Kuchenauswahl zum Niederknien. Da nehmen wir Napoleon. Napoleon wird seit der Zarenzeit im ganzen Baltikum gebacken. Auch der Möhrenkuchen daneben ist typisch estnisch. Die Meerjungfrauen sind 80 Kilometer über den finnischen Meerbusen von Helsinki rübergekommen. Wie, wissen wir nicht. Aber warum? Sie feiern Junggesellinnenabschied. Die mit der Taucherbrille ist die Braut. Den Oma-Kuchen isst man im dazugehörigen Restaurant. Es heißt Fabrik. 10 Minuten weiter Richtung Wasser gibt es in der estnischen Bäckerei Pagarikoda eine geballte Ladung Energie. Tamara ist die Mutter der Bäckerin und verteilt gefüllte Piroggen mit Temperament. Die Esten lieben die Bäckerei schon. Für Touristen ist sie noch ein Geheimtipp. Remo, mach mir bitte noch ein paar Schinkenteilchen. Wir backen in 2 Schichten. Abends geht der eine Bäcker nach Hause und zur Nacht kommt der andere. Anders würden wir mit dem Backen nicht hinterherkommen. Samstags ist die Schlange am längsten, aber es lohnt sich zu warten. Wir fragen nach etwas typisch Estnischem. Typisch, leider sind die Strömlingspiroggen gerade ausverkauft. Aber hier, die Fleischpirogge, die gehört zu unseren Lieblingen.
Da ist nur Fleisch, Ei und Röstzwiebeln drin. Lisa, Liha, Liha, Mula ja Röstzwiebel. Ich meine Reis. Kein Reis oder so. Ja, ja. Und diese Pirogge gehört zu den Favoriten der Männer, mit Schinken, Käse und Mayonnaise. Die Grillwurst im Teig ist bei den Bauarbeitern angesagt. Es gibt genauso viel süßes wie herzhaftes Gebäck. Und Brot. Und alles ist Bio. Auf Wiedersehen. Näge Mist. So, was lege ich dir auf den Teller? Im Bauch ist immer noch Platz für etwas ganz Kleines Süßes. Sinnlich geht es zu in der Konditorei Le Vier in Kalamaya. Die Besitzerin Angelika Kang ist in Estland ganz bekannt. Sie ist so etwas wie die Sarah Wiener der Backwaren und die Königin der Macarons. Macarons, you know, very special. You don't eat them every day. Macarons sind nichts für jeden Tag. Mit denen belohnst du dich ab und zu. Oder du gönnst sie dir zu einem besonderen Anlass. So I like everything about this French. Ich mag französisches Gebäck, zum Beispiel Tarte Tatin. Aber manches muss einfach estnisch sein, mit Quark oder Rhabarber. Im Frühsommer machen wir Rhabarberküchlein. Weil wir so große Fenster haben, bleiben die Leute stehen und sehen uns zu. Und dann sage ich, komm doch rein, komm doch mal schauen. Come, have a look. You can also make a small tour with us if you like. Hier werden sie gemacht, die süßen Biester aus Mandelmehl und Puderzucker. Aus 100%ig natürlichen Zutaten und mit viel Liebe. It has to be crispy outside. Die müssen außen knusprig und innen weich sein. Wenn man sie aufbricht, dann sieht man, die sind schön weich. It's really soft. Dann werden sie miteinander verheiratet und kommen in den Kühlschrank. Aber manche bleiben Single. Diese hier ist zu klein und andere sind zu groß. Die bleiben übrig. Aber ich glaube, sie wird sie essen. Nach 24 Stunden sind sie fertig und werden ausgeliefert. Und so frisch schmecken sie am besten. 15 Sorten hat Angelika heute im Angebot. Das Auge ist mit und deshalb schaffen wir die Auswahl hier auf jeden Fall. Wir müssen uns sputen, denn wir wollen die Fähre erwischen. Dafür fahren wir 180 Kilometer Richtung Süden an einen winzigen Fährhafen. Die Fähre nach Kichno geht zweimal am Tag. Im Winter braucht man sie nicht, dann ist die Ostsee hier oft zugefroren. Die Überfahrt dauert eine knappe Stunde. Wir werden schon erwartet. Mare Metas ist eine Art Botschafterin für die Traditionen von Kichno. Sie kümmert sich um die ausländischen Gäste. Great.
Die Insel Kichnu ist 7 Kilometer lang und 3,5 breit. 500 Einwohner leben hier dauerhaft. Im Sommer sind es ein paar mehr. Traditionelle Kleidung hat eine hohe Bedeutung auf Kichnu. Mare hat etwas Modernes beigemischt, denn es musste heute ganz schnell gehen. Ich habe heute schon gekocht und mit den Gästen geredet. Und da war ich so beschäftigt, jetzt ist es nicht mal sauber. Mein Rock ist handgewebt. Alle Frauen und Mädchen haben solche Röcke. Die Farben haben eine Bedeutung. Und verheiratete Frauen tragen eine Schürze. Dann kann man gleich sehen, die ist schon vergeben. This is a sign that this is a married woman. And this? Das hier ist keine Tracht. Das habe ich aus einem Laden in Tallinn. Which market in Tallinn, I think so. Viele Bewohner von Kichnu haben Unterkünfte für die Sommer- und Wochenendbesucher. Mares Kinder müssen mithelfen, wenn viele Gäste da sind. Aufräumen und Betten frisch beziehen war der Auftrag. Das ist meine Tochter Annie. Sie ist 9 und kommt bald in die 3. Klasse. Sie spielt Akkordeon und Geige. Und Maria ist 6 und geht noch in den Kindergarten. Sie hilft mir hier sehr viel. Wir können ja mal schauen, wie weit die beiden gekommen sind, ob ihr schon einziehen könnt. Das hier ist fertig. Einer kann hier schlafen. Okay. 15 Personen kann Mare unterbringen. Kochen dürfen sie selbst, und zwar im Nachbargebäude. Die Küche ist über den Hof. Da macht Mares älteste Tochter Lies gerade klar Schiff. Sie hat morgen Abschlussprüfung in der Unterstufe. Aber die drei helfen mir alle. Mare wohnt mit ihrem Mann und ihren Kindern im Süden der Insel. Sie kocht heute traditionell. Es gibt Milchsuppe. Auf Kichnu essen wir oft Fleisch und Fisch zusammen. Das ist einzigartig in Estland. Das Rezept für diese Suppe mit Möhren, Kartoffeln und Kohl kommt aus Deutschland, weil die Oberschicht in Estland früher aus Deutschland kam. Das sind Rezepte aus den Herrenhäusern. Zur Milchsuppe isst man Ostseehering. Very good. Den gibt es eingerollt mit Zwiebeln und Dill. Die eigentliche Attraktion ist im hinteren Kühlschrank versteckt und wird nur sparsam angeboten. Für die Inselmenschen ist Robbenfleisch das Nonplusultra. Es schmeckt sehr speziell und es mag nicht jeder, warnt Mare. Aber für uns ist es das Beste. Der Robbenfang wurde hier vor kurzem wieder erlaubt, weil er so eng mit den Kichnuer Traditionen verknüpft ist. Dann schneide ich euch mal was ab. Habt ihr das schon mal gegessen? No. Mm-hmm. It's good experience. Mm-hmm.
Tja, für den eher einfach gestrickten Feinschmecker ist Robbenfleisch tatsächlich eine sehr spezielle Delikatesse. Wie Lebertran auf Schuhsohle. Mare will uns jetzt zeigen, wo die schönen Röcke herkommen und schaut bei Ella vorbei. Der Ella. Aha, der Tulla. Aha, kohal, juba. Juba üles rivistud. Ah, see oli ju see, jälle uus, ah, lapsed ette. Ella Leas ist 79 und sitzt seit heute Morgen um 6 am Webstuhl. Die beiden sprechen einen Dialekt, den es nur auf Kichno gibt. Eigentlich wird auf Kichno nur im Winter gewebt, aber Ella hat wieder einmal jemandem etwas versprochen und muss deshalb Gas geben. Die Muster notiert sie sorgfältig, denn jede Farbkombination hat eine Bedeutung. Das hier wird ein fröhlicher Rock, so fröhlich wie Ella. Wenn ich jetzt weitermache, geht die Kamera kaputt. Im Laden nebenan verkauft Ella dann ihre handgemachten Geschenke und Kleider. Man kann ja so viel falsch machen auf Kichno. Nicht nur, dass die Farben der Röcke etwas bedeuten, nein, auch die Jacken müssen zwingend die gleichen Farben beinhalten. Diese geht auf gar keinen Fall, weil kein Pink drin ist. Ist klar. Die hier würde besser passen. Zu besonderen Anlässen wird auch der traditionelle Gürtel getragen. Als Mare den gerade vorführt, klingelt ihr Handy. Dabei kommt ein noch interessanteres Kleidungsstück zur Ansicht. Ihre Tochter Anni ist dran. Sie fragt, ob sie mit den Eltern ihrer Freundin aufs Festland fahren darf. Burger essen. Aber wo genau kam das Handy her? Hier, über dem Unterrock, habe ich eine kleine Tasche für Schlüssel und Geld. Da kann ich alles reintun und verstecken. Das amüsiert Ella. Du zeigst deinen Unterrock im Fernsehen? Wieder zu Hause erklärt uns Mare, was es mit den Farben der Röcke auf sich hat. So, now I show you my skirts and describe the colors. Jede Frau hat eine Auswahl für alle Lebenslagen. Der dunkelblaue ist ein Trauerrock, wenn jemand gestorben ist. Den nächsten zieht man an, wenn die Sorgen schon etwas weniger geworden sind. Mares Großmutter ist vor 3 Monaten gestorben. Da sie aber stolze 97 geworden ist, darf Mare schon etwas Pink beimischen.
Die nächste Stufe zurück zur Fröhlichkeit ist der halbrote Rock. Den ganz roten Rock darf man nur tragen, wenn alles wieder gut ist. Der hat nur noch dunkelblau drin, aber kein Schwarz. Every woman have all those types of skirts and many skirts, those which you are wearing at home. Alle Frauen haben diese Röcke, welche für zu Hause, zum Tanzen und welche für die Kirche. Also 30 bis 40 Röcke hat bestimmt jede Frau. Which are in the tower chest, so about 30 or 40 different skirts, I think that everybody have. Und wenn man den falschen anzieht? Never. Never. You can't do it. Nicht machen. In dieser kleinen Gemeinde musst du immer den richtigen Rock anziehen. Ansonsten sagt dir die Gemeinde sofort Bescheid. Aber wird ihr das nicht zu eng? I lived in Tallinn and I was working in mainland. Ich habe ja auch mal in Tallinn gewohnt und für 3 Jahre als Lehrerin auf dem Festland gearbeitet. Aber ich musste immer an meine Insel denken und habe sie vermisst. Ich gehöre einfach hierhin. Die Mütter von Kichnu geben ihren Töchtern das Wissen um die alten Traditionen weiter. Und weil diese so besonders sind, stehen sie unter dem Schutz der UNESCO. Können wir nur hoffen, dass uns auch die Mopeds der Insel noch lange erhalten bleiben. Mopeds mit Beiwagen waren früher das einzige motorisierte Fortbewegungsmittel auf Kichnu und für den Fischfang sehr praktisch. Heute packt man sich eben den Nachwuchs ein. Obwohl die Uhren hier definitiv anders ticken, vergeht ein Wochenende auf Kichnu schnell. Eigentlich viel zu schnell. Zurück auf dem Festland fahren wir an die Nordküste, in den Lahemaa-Nationalpark. Lahemaa heißt Land der Buchten. Hier liegen 3 der ursprünglich 1200 deutsch-baltischen Herrenhäuser nah beieinander. Unser Begrüßungskomitee besteht aus Bienen und Störchen. Der alte Gutshof Sagadi lockt vor allem Naturfreunde und Wanderer an. Das ehemalige Herrenhaus und die Nebengebäude beherbergen außer dem Museum eine Naturschule, ein Hotel und ein Waldmuseum. Palmse ist mit Abstand das prächtigste Herrenhaus und das Landgut Vihula hat aus 42 Gebäuden eine Ferienanlage gemacht. Die Gutshöfe sind nur eine gute Autostunde von Tallinn entfernt und man kann sich einer deutschen Führung anschließen. Talvi Luther hat in Deutschland studiert und ist dann zurückgekehrt. Die Menschen, die hier Urlaub machen, sie kommen deswegen hierhin, weil hier ist nichts. Aber genau deswegen kommen sie auch hierhin.
Die Ostsee ist dann 5 Kilometer entfernt. Es gibt 15 Meter langen Bassin. Aber es geht einfach um Natururlaub. Natururlaub da, wo die Esten bis vor 150 Jahren noch als Leibeigene der baltendeutschen Oberschicht gearbeitet haben. Die Baltendeutschen haben aber auch Entwicklung gebracht. Zum Beispiel der Chef von diesem Herrenhaus, Alexander von der Palen. Für, nicht nur für Estland, sondern auch für das Baltikum getan, ganz allgemein. Er hat Eisenbahnlinien bauen lassen. Und damit ist ihm nicht nur das gelungen, was das wirtschaftlich anbelangt, das heißt, Wodkaverkauf zum Beispiel lief, was bis dahin ja über die Schiffe und Boote lief, beginnt dann an, dann per Zügen nach Petersburg zu kommen. Der Reichtum der Herrenhäuser kam durch dreierlei: Forstwirtschaft, Ziegelei, Schnapsbrennerei. Viele Gutshöfe hatten neben dem Sägewerk auch eine Wodkafabrik, denn Estland gehörte dem Zarenreich und die russischen Soldaten wurden nicht mit Rubel, sondern mit Wodka bezahlt. Ein großes Glas pro Person und Tag. Daran hat sich die deutschstämmige Oberschicht eine goldene Nase verdient. Baltendeutsche oder Deutschbalten, sie waren beides, Fluch und Segen. Sie haben Schulen gebaut, sie haben die Lehrer beauftragt, damit dann die Esten, also Bauernschaft, lesen, schreiben und rechnen lernt. Das waren die drei wichtigsten Disziplinen. Ich glaube, mit der Religion hat es nicht so gut geklappt. Die Esten sind doch dann immer so naturvolk gewesen oder leben dann nach dem Naturkalender. Insofern rechnet man das sehr hoch an. Deshalb wurden sie auch nicht sofort verjagt, als Estland 1918 unabhängig wurde. Die Gutsherren verloren zwar ihre Ländereien, aber sie durften im Herrenhaus wohnen bleiben und die Holz- oder Schnapsproduktion weiter betreiben. 200 Herrenhäuser sind erhalten und der Lahimar-Nationalpark profitiert von diesen dreien. Palmse klotzt mit seinem Landschaftspark und dem französischen Garten. Das Hotel ist in der alten Wodkafabrik. Vihula trumpft mit seiner 4-Sterne-Hotelanlage, einer historischen Wassermühle und Wodka zum Mitnehmen. Hotelzimmer gibt es auch in Sagadi, manche sogar mit eigener Sauna. Ein Geheimtipp ist das Gartenhaus, das gerade fertiggestellt wurde. Es ist so konzipiert, dass man auch länger als nur für ein paar Tage bleiben kann. Das Landgut gehört heute dem estnischen Forstministerium. Darum dreht sich hier fast alles um den Wald und die Natur. Auch das ehemalige Herrenhaus der Familie von Fock ist heute einladender als früher, findet Talvi Luther. Das Prinzip des Museums hier in Sagadi, wo wir uns ja gerade befinden, dass es ein lebendiges Museum sein soll. Und das schon seit der 70er Jahre eigentlich. Das heißt, deswegen haben wir nirgendwo, fast nirgendwo, auch so diese sogenannten Schnüre, die das verhindern, dass jemand sich hinsetzt. Und so fühlt man sich hier eigentlich auch recht heimisch. Aber gilt das auch für deutsche Besucher? Ist das nicht komisch, wenn die hierher kommen? Natürlich interessiert ja dann auch diese Generation, wo sind dann ihre Großeltern geboren, wo sind sie begraben. Das finde ich interessant, insofern, dass diese ganz junge Generation auch mal nach Estland kommt und sie schauen tatsächlich, wo kommen ihre Wurzeln her, wo sind sie begraben, wo haben sie gelebt. So, das ist dann für mich dann sehr sympathisch. Das ist übrigens eine typische Eigenschaft der Esten. Sie sind überhaupt nicht nachtragend und grundsätzlich entspannt. Ein paar Kilometer weiter liegt das Dorf Kesmo. Hier war bis zum Zweiten Weltkrieg eine von 5 Seemannsschulen in Estland. Und viele der Jungen aus dem Dorf wurden hier zum Kapitän ausgebildet. Arne Weigs Großvater war so ein Kapitän. Ihm und allen Seeleuten zu Ehren hat Arne ein Meeresmuseum errichtet. Geöffnet? Jederzeit. Eintritt, kleine Spende nach Belieben. Arne und seine Frau Trin wohnen im Museum.
Nur ein winziges Zimmer beanspruchen sie für sich. So läuft man auch durch die Küche der beiden, um in die hinteren Museumsräume zu gelangen. Dort ist die Wohnung einer Kapitänsgattin von vor 100 Jahren eingerichtet. Berühren ausdrücklich erlaubt. Arne ist Künstler. Er malt und sammelt Maritimes. Der 75-Jährige führt jedes Jahr mehr als 40.000 Gäste durch sein Museum. Jeder von denen könnte sich zwei Dinge mitnehmen. Denn über 80.000 Exponate hat Arne hier gesammelt. Er macht das nicht etwa, weil er nichts wegwerfen kann. Oh nein, er hat ein Anliegen. Das ist nicht nur ein Job für mich, es ist eine Mission. Arne möchte an die Zeit erinnern, als die Welt in Kesmo noch in Ordnung war. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg, denn danach wurden die Esten durch die Zuteilung zu Russland eiskalt erwischt. Sie fühlen sich selbst viel mehr skandinavisch als russisch. Das estnische Leben und die maritimen Traditionen wurden für 5 Jahrzehnte auf Eis gelegt und der gesamte Küstenstreifen zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Dieses Haus war zur Meeresseite hin vermauert. Niemand durfte mehr an den Strand zum Fischen oder Baden. Und die Kapitäne, die nicht nach Sibirien mussten, waren in Übersee. 50 Jahre Sowjetzeit haben dem Kapitänsdorf die Seele genommen und Arne möchte sie ihm wieder zurückgeben. Er hat seinen Großvater zwar nie kennengelernt, erinnert aber trotzdem liebevoll an ihn mit seinem ungewöhnlichen Meeresmuseum. Und er ist ein Teil davon geworden. Ich selbst bin das Museum, sagt Arne. Sogar wenn ich schlafe. In sleeping also. Auch ich bin hier ein Exponat. Das besondere Exponat kommt sogar mit zur Tür. Hi. 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 Thank you. Ein Meeresmuseum der ganz anderen Art befindet sich zurück in Tallinn. Ein 100 Jahre alter Wasserflughafen wurde erst vor kurzem zu neuem Leben erweckt und mit Auf- und Unterwasserfahrzeugen gespickt. Man läuft wahlweise auf der Wasseroberfläche oder auf dem Meeresboden und kann ein echtes U-Boot ausloten, von außen und innen. Bei Regen bietet das neue Meeresmuseum eine beeindruckende Alternative. Bei Sonne ab an den Strand. Nur 3 Kilometer Luftlinie von der Altstadt entfernt ist der Stadtstrand von Tallinn. Hier finden sich nur Einheimische. Die Touristen tummeln sich in der Altstadt und genießen die langen Tage im Sommer. Auch die Gaukler drehen für heute ihre letzte Runde. Wer nicht müde werden will, braucht ein Käffchen und bekommt einen Geheimtipp mitten in der Innenstadt. Im verschwindend kleinen Café Kehrwieder gibt es frisch gemahlenen Good Old Filterkaffee. Dazu einen Schuss geschmolzene Schokolade und aus dem Asservatenschrank eine Praline der Wahl. Selbstgemacht natürlich. Das gibt Energie, um lange aufzubleiben. Oder überhaupt nicht ins Bett zu gehen. Denn im Juni, in den weißen Nächten, wird es gar nicht richtig dunkel. Um 10:30 kitzelt auf der Patkuli-Plattform am Domberg der letzte Sonnenstrahl. Alle Reisen nach Estland enden in Tallinn. Mit einem Lächeln und einem tiefen Seufzer sagen wir Nägemist auf Wiedersehen.